Guten Morgen vom Flughafen in Frankfurt. Diejenigen, die mich auf Social Media so ein bisschen verfolgen, werden jetzt wahrscheinlich denken, aha, der Jean-Pierre ist aus Uganda zurück. Das stimmt, aber deswegen bin ich nicht am Flughafen. Ich bin schon am Donnerstagabend wieder zu Hause gewesen, 2 Tage jetzt zu Hause und jetzt bin ich wieder am Flughafen in Frankfurt. Ich fliege gleich nach Istanbul, von dort aus weiter nach Adana und dann geht es mit dem Auto nach Iskenderun. Morgen am Montag treffe ich mich dann mit unseren Partnern in Iskenderun, mit denen wir ein Bauprojekt gestartet haben. Ich habe vor ein paar Monaten darüber gesprochen und ganz viele Spenden sind dafür eingegangen und vielen Dank dafür. Ich werde mich einmal davon überzeugen, was jetzt schon gemacht wurde und dann besprechen, was wir in den nächsten Wochen noch machen können für die Erdbebenopfer, damit diese Familien sicher und warm untergebracht werden für den nächsten Winter. Außerdem werde ich Schulranzen kaufen mit Geld von We Give a Hand in Bad Kreuznach. Diese Spender für den Verein oder von diesem Verein haben ganz viel Geld gesammelt, um für die Kinder in diesen Aufnahmelagern Schulranzen zu kaufen. Weil für diese Kinder geht die Schule bald los und damit auch wieder ein bisschen Normalität in diesen Alltag, in diesen Auffanglagern. Und We Give a Hand war so lieb, dass diese Kinder nicht mit irgendeiner alten Plastiktüte dann in die Schule gehen müssen, sondern mit einem nagelneuen Ranzen. In den nächsten Wochen werde ich über Uganda viel erzählen, in ganz kleinen Abschnitten, immer ein bisschen peu à peu, weil alles auf einmal zu erzählen wäre zu lang und auch ein bisschen zu, ja, schon fast grausam, weil das, was wir erlebt haben, ist alles andere als schön gewesen. Und deswegen ein bisschen Geduld, aber ich werde ganz, ganz bestimmt über Uganda sprechen, über das, was wir gemacht haben, über das, was wir vor allen Dingen noch vorhaben. Und das ist mir ganz, ganz wichtig, davon auch zu berichten. Also, noch einen schönen Sonntag, wer das heute noch liest. Ansonsten eine schöne Woche. Tschüss.